Sehr geehrte Herr Schröder, hinsichtlich Ihrer Einstellung haben sich Zweifel ergeben, ob Sie sich jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen werden. Ja. Was wollen die denn von dir? Ich weiß es nicht. Diese Überprüfungen, die finden doch nur noch statt, wenn konkrete Verdachtsmomente vorliegen. Das ist doch bei Ihnen der Fall. Doch, da muss jemand in der Wohnung gewesen sein. Überlegt, was in dem Brief vom Schulamt gemeint sein könnte? Du musst dich doch an irgendwas erinnern können. Los! Keine Angst zu haben, dass ich mich bei dir einniste. Ist mir viel zu riskant. Das ging aber schnell. Was? Das Telefon. Ja, dann können Sie mal sehen, wie wichtig Sie der Post sind. Was soll das heißen?